Hallo Leute, es wird wieder Zeit für Pokémon. Ja, ich nehme es jetzt gerade um 8:30 auf und ich werde es auch gleich danach hochladen, was ich jetzt aufnehme. Macht Sinn soweit. Wir haben jetzt Sabrina besiegt gehabt mit gegen Psycho-Pokémon, ziemlich knapp. Überraschenderweise hat Zorn sein Kampf-Pokémon auch zum Sala besiegt. Finde ich immer noch sehr unterhaltsam, wenn ich darüber nachdenke. Egal, unser nächstes Ziel ist die Sabonia Dingsbums Insel. Ja, ich möchte sie auf einsetzen. Die, ich sieh sie noch mal. Zinnoberinsel. Jetzt hat. So, die Zinnoberinsel ist unser Ziel. Und um das Ziel zu erreichen, müssen wir jetzt von hier aus nach unten schwimmen. Richtung Insel. Oh man, das macht Sinn, ne? Oh man. Ah, ein Pokémon-Kampf. Es gibt normalerweise den Weg, dass man von nicht die ganzen Städte Namen nicht. Es gibt normalerweise noch die Möglichkeit, einen anderen Weg dahinter zu fahren zur Zinnoberinsel. Ich sag das jetzt falsch und das ist voll peinlich. Wenn es so ist, bitte verzeiht mir. Und Dickdrin ist gerade überhaupt keine gute Idee. Dickdrin? Wobei machen wir Schlitzer Dickdrin gleich aus ihm weg. Nein, du vergiftest dich nur, du bist ein dämliches Pokémon. Ich glaube, wir nehmen dazu jetzt mal am besten Sichlor. Sichlor klingt für mich gut. Nein, ja, ja, du bist verletzt. Du bist gift. Das ist ja wieder gut. Du hier nicht so nach Aufmerksamkeit. Rechnen wollen jemals. Gott. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist ganz schlimm momentan. Echt nicht lustig. Nimm mal. Moment, was hier? Du, Sichlor, jetzt. Wahnsinn. Gut, 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 gut. So, jetzt machen wir hier. Ich möchte übrigens auch noch mal darauf hinweisen, dass ich ja jetzt ein kleines Gameplay-Video gemacht habe von Homefront, ja, online gespielt habe eine Runde, das mal auch ein bisschen aufgenommen und mal hochgeladen habe. Dazu würde ich ja halt gerne eure Meinung wissen, einfach mal reinschauen auf meinen Kanal und dann auch dementsprechend das Video mal anschauen. Wäre mir halt wirklich, oder würde mich jetzt auch interessieren, wie ihr das findet. Möchtet ihr mehr von diesen Videos haben, dass ich sage, okay, ich bringe ein, zwei Mal ein Homefront-Video mit dazu. Um halt auch die Abwechslung im Kanal im Video zu haben. Ja, auch natürlich ist jetzt auch wieder hier sich so vergiftet. Ey, ich hasse es, wenn meine Pokémon vergiftet werden. Und da kommt ein Gift-Pokémon. Das ist Gutes dabei. Uns kann ja nichts mehr Schlimmes erwarten, weil wir sind ja schon vergiftet. Yay. Boah, es zieht aber ziemlich viel dabei. Also zumindest das Gift. Dann nehmen wir wieder Schlitzer. Okay. Solire, alleine schon dieser Name halt heißt, dieser Taktenname. Gib dir Säure auf den Körper. Schön alles wegätzen. Kann ich nie leiden, das jetzt, oder kann ich nie leiden, ey. Egal, ja, wieso geht denn das jetzt daneben sich, oh Mann, ey. Lass dich doch jetzt nicht fertig machen. Gut, fein nett. Yay, ich glaube, sich wird sterben. Okay, wenigstens hat er jetzt mal getroffen. Das andere wäre echt noch schäbig gewesen. Und es reicht sogar noch für ein Level-Up. Das ist ja schon mal gut. Wir sind alle natürlich froh darüber. Nee, Doppelteam. Wobei, Doppelteam, ich weiß nicht. Brauchen wir Doppelteam? Der hat den Angriff wird erhöht. Eigentlich könnte Doppelteam mal sowas bringen, oder? Durch den höheren Fluchtwert können wir oder kann uns Gegner weniger treffen oder trifft halt seltener. Vielleicht werden wir das auch ab und zu verwenden, werden wir dann schon sehen. Was mir gerade halt aufgefallen ist, ist, dass wir Sichlor nur bis jetzt Standardattacken gelernt haben. Die Standardattacken kann man gar nicht sagen. Normale Attacken, ne? Hier. Vom Typ normal. Müssen wir auch mal irgendwie ändern. Ich glaube, wir nehmen mal Zorn nach vorne, damit der sich auch nochmal vergiften kann. Ich finde es übrigens super, dass man sich so schnell bewegt, also auf dem Wasser, im Gegensatz zur alten Edition. Habe ich schon einen Tracker? Ne, habe ich noch nicht. Oh. Dann nehmen wir gleich mal einen Beutel und werden ihn gleich mal mit dem Hyperball einfangen. Ach ja, wir haben nicht mehr so viele Bälle, seitdem ich Zapdos versucht habe einzufangen. Es war wirklich ein Fiasko, Leute. Ach ja. Aber wir werden es wieder versuchen. Wenn unsere Pokémon etwas stärker sind, gerade auch vor allem. Wir brauchen halt noch dafür noch vor allem ein. Oh, ich wollte es eigentlich vorlesen. Ich bin ein bisschen verpeilt, bitte verzeiht mir. Nee, ich will auch nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, warum Leute immer alles möglich
alles mögliche im IP reden können. Außer über das Spiel selbst, also wirklich off-topic. Okay, Wahnsinn. Sobald ich das versuche, kann ich gar nichts mehr sagen. Ja, geh wieder rein. Als den Sandinseln nerven mich ein bisschen gerade. Boah, jetzt wird man aber auch bald da sein. So, er hat uns gerade erzählt, dass er am Triathlon teilnimmt. Soll uns recht sein. Zorn macht hier jetzt nämlich mal ein Kreuzhieb und trifft nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ja, war ja wenigstens gleich ein Volltreffer dafür, dass er da zuerst nicht getroffen hat. Ich verpasse eine Entschuldigung dafür. Und wir haben jetzt ein Oh, ein Schildlock. Sehr schön. Würde wahrscheinlich auch nur so um Level 33 sein. Ja, super klar. Mach mal Mega Kick. No, jetzt macht das Schutzschild. Verdammt. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn man eine Attacke nimmt, wo man halt nur mal fünfmal einsetzen kann. Das ist dann schon sehr nervig. Und dann geht die auch noch daneben. Ich hab's mir echt gerade gedacht. So, ich wette, jetzt macht das wieder Schutzschild, das steht auch, ne? Ah, wir treffen wunderbar, aber es überlebt wahrscheinlich hohe Verteidigung. Nicht einmal, sehr nice. Okay, super. Dann können wir auch schon wieder weiter auf unserer Reise. Und dann dürfen wir auch bald bei der Zinnoberinsel ankommen. Da ist sie auch schon. Zinnoberinsel, die Stadt brennender Leidenschaft. Hier können wir noch nicht rein. Die Tür ist nämlich verschlossen. Da müssen wir jetzt den Schlüssel suchen. Aber wir haben mal ins Pokécenter. Ich habe jetzt so gerade auf den ersten Blick schon mal gemerkt, die Zinnoberinsel hat sich vom Design her, glaube ich, wirklich stark verändert. Na, im Gegensatz zur roten Edition. Naja. Ihr habt das Gebäude links gesehen. Das ist ein Labor, kann man das sagen? Labor. Pokémon-Labor. Ja, das ist ein Labor, genau. Dort drin können wir unser Fossil entwickeln lassen. Bei dir? Was hast du? Wir erforschen hier Pokémon. Wir stellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Toll. In dem letzten Raum war das. Dort konnte ich dann zu einem Wissenschaftler gehen und der hat dann gesagt, hey, ich entwickle dir das Pokémon. So nett ist er. Hallo. Hallo. Ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von unseren Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, wir haben das Helix-Fossil. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Das ist ein Fossil von Ammonitas. Oh. Ich glaube, das ist so eine Art Schnecke. Einen schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank moderner Technik können wir Pokémon aus Versehen wiederbeleben. Ja, gib dir schnell her, damit ich fortfahren kann. Peter übergibt das Helix-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Okay. Hallo. Ich suche nach Ponita. Da hast du es gegen Europe. Nee, weil ich kein Ponita habe, aber wir werden noch eins fangen. Höchstwahrscheinlich, Leute. So, was haben wir hier? Ich will mit dir reden. Tack, tack, tack. Ich kann einem Pokémon eine tolle Attacke beibringen. Die Attacke heißt Metronom. Ach, nee, nicht wirklich. Das wollte mir schon in der alten Edition andrehen. Evoli kann sie zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Hey, da fällt mir gerade ein Evoli. Das haben wir, glaube ich, gar nicht geholt. Ein Freifass Bernstein. Das können wir jetzt auch machen, weil ich will noch nicht in dieses Haus gehen, wo wir den Schlüssel kriegen. Hey, hallo, willst du ein Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Nee. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Ach, armer alter Mann. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Wurzel-Pokémon. Das ist wahrscheinlich der nette Herr, den wir dort auch getroffen hatten. Besitzt du einen Blutzuck? Wirst du jetzt gegen Tangela tauschen? Sehr nice. Okay, dann holen wir uns jetzt gleich unser Blutzuck und tauschen erst, weil wir haben ja eins. Noch von Safari Park oder irgendwo habe ich eins gefangen. Wo ist er auch eigentlich gegangen? Schnell. Weil wir müssen ja auch hier unsere Pokémon-Bilanz ein bisschen erhöhen. Wir brauchen mehr verschiedene Pokémon, um dann die netten Geschenke von den Helfern von Professor Eich, ich krieg gar nichts mehr gebacken heute. Ja, die Geschenke zu erhalten, deswegen müssen wir auch hier Pokémon finden. Hier nochmal unser Shiny Mirapel, ist es nicht schön? Ja, sehr schön, wer das sehen will, was es mit dem auf sich hat, schaut sich am Schluss Bonus Video 2 an. Okay, gut.
ein Taubos Angelok. Ich glaube, wir tun erstmal noch Limo. Das Pokémon schon ab. Warum lege ich das Pokémon ab? Ganz einfach. Ich will nicht weiter bearbeiten. Wir werden jetzt dann auch gleich noch mal nach, ich weiß wieder nicht wie, Presamia City reisen, um dort uns das Evoli zu holen. Das sollten wir doch normalerweise eins kriegen, oder bin ich bescheuert? Ich habe übrigens ein Elektrik gefunden. Noch mal als Zusatz zu Bonus Video 2. Ja, da war noch mal eins. Da habe ich noch eins gekriegt. So, aber jetzt noch mal, wo ist denn das Blutzug? Haben wir eine Box noch? Ach, da ist es ja. So, dann nehmen wir dich mal mit hier. Und dann geht es ab. Ab zum Tauschen. Und wir können auch gleich das Fossil mitnehmen. Denn das sollte eigentlich inzwischen schon wieder gemacht sein. Sofern es wieder alten Edition ist. Indem wir einfach einmal rausgehen, ist es erledigt. Wo warst du? Wir haben dann für sie wiederbelebt. Ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet habe. Vita hält Ammonitas. Möchtest du Ammonitas einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Nee, ich habe kein Fossil mehr. Geh weg von mir. Geh weg von mir, geh weg. So, lesen wir mal doch mal, was das Pokémon so tolles kann. Seltene Pokémon. Pokédex ist schon an sich ziemlich... Warte mal. Numerisch. So, jetzt schauen wir mal. Das sollte nicht ziemlich weit unten sein. Lalalalala. Okay. Hammerstabal, Topstop, da war es doch schon. Genau, ist das Pokémon nicht süß? Schauen wir mal, wie süß es guckt. Ein prähistorisches Pokémon, das zur Urzeit im Wasser lebt, es schwimmt, indem es seine 10 Tentakel bewegt. Ja, süß. Dann gehen wir jetzt auf Pokémon tauschen und dann holen wir uns Evoli. Ich hasse es, dass wir in Gebäuden nicht laufen können. Wollte ich mal noch anmerken. So, du. Ja, will ich. Ciao, Blutzo. Tschö. Ist das nicht cool gemacht? Wunderschön. Können wir eigentlich von solchen Leuten noch ein Shiny-Pokémon kriegen? Ich meine, das ist ja rein theoretisch. Spaghetti. Spaghetti, ja. Wir können, glaube ich, den Namen gar nicht ändern. Vielen Dank. Das ist immer das Interessante. Also, du kannst den Namen nicht ändern. Es ist nicht möglich. Ich glaube auch nicht mal beim Menschen, der den Namen, wo man den Namen ändern kann, können wir es wirklich von diesem Pokémon machen. Nur nicht von getauschten Pokémon. Und bevor ich mich da jetzt schon wieder, bevor ich hier wieder anfange, Scheiß zu quatschen, bin ich so schlau gewesen und habe Taubos weggetan. Ach komm, ich wollte doch Taubos nicht wegtun. So, tue ich Taubos weg, wenn ich denn nach Presamia City fliegen will. Ich bin so schlau. Ach, das wird ist eine interessante Folge, oder? Wir haben schon so viel gemacht. So, dann kann ich euch beiden ja auch gleich ablegen. Tschüss, Tangela. Tschüss, prähistorisches Pokémon. Ja, so, und jetzt lass mich wieder mein Taubos nehmen. Damit wir dann wegfliegen können von der Insel. Und dann wieder zurückzufliegen. Zugegeben, ich werde jetzt natürlich nicht direkt wieder zurückfliegen, sondern das ist auch das erste, was wir tun. Wir schauen jetzt, ob das Pokémon überhaupt da ist. Ich weiß gar nicht, wie es in der Edition ist. Das ist mir jetzt auch erst wirklich gerade eingefallen, dass wir ja ein Evoli kriegen. Und zwar dort. Da, der Samia City. Ich habe den Namen tatsächlich richtig gesagt. Unglaublich. Gut, wenn ich mich recht erinnere, müssten wir dazu hier nach oben und dann konnten wir hier irgendwo reingehen. Ach nee, da oben. Ja, dann wird es sich wahrscheinlich auch geben. Lal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 
ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TMs. Außerdem gibt es die VMs, die mehrfach nutzbar sind. Was natürlich gar nicht mehr stimmt, weil es ist ja nur auf die alten bezogen. Die neuen sind da gar nicht mit bedacht. Und mit den alten mache ich natürlich nur... Ne, ich will kein Spitznamen geben. Mit den alten TMs mache ich natürlich nur die, was es seit erst seit der roten gibt. Alles, was danach dazu gekommen ist, wurde da noch nicht mitgezählt. Gut, Leute, das war's dann auch. Wie gesagt, wisst ihr was, ich bleib jetzt mal hier oben. Das war's dann auch für dieses Mal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder auf der Zinnoberinsel und werden dann dort uns bemühen, den Schüttel zu kriegen, um zur Arena zu kommen. Ha, danke, das ist so, ich bin FitHP. Bis dann und tschüss.